Hallo, ich bin Christian von Fliesen24 und präsentiere euch heute unsere neue keramische Terrassenplatte Natural Rock Silver. Die Natural Rock Silver ist eine keramische Terrassenplatte aus Feinsteinzeug in der Materialstärke 2 cm. Sie hat das Format 60 x 60 cm. Das Besondere an der Platte ist die Optik. Wir haben hier eine Kombination aus Betonoptik. Das ist überwiegend auf der Fläche so ein bisschen von der Betonoptik. Und dann haben wir auf den Platten immer wieder Natursteinadern. Diese Adern sind sehr dezent, erinnern entfernt an einen Naturstein. Wir haben also eine Art Kombination Betonoptik-Natursteinoptik. Das macht diese Platten zu etwas ganz Besonderem. Und dadurch passen sie sowohl zu modernen Wohnstilen als auch zu eher klassischen Bauten. Auch diese keramische Terrassenplatte könnt ihr wie alle Feinsteinzeugplatten in 2 cm entweder gebunden verlegen, das heißt fest mit dem Untergrund verklebt, oder ungebunden, lose im Kies- oder Splittbett oder auf Stelz lagern. Wir von Fliesen24 empfehlen euch immer die ungebundene Verlegung. Warum, erkläre ich euch gleich. Die ungebundene Verlegung hat viele Vorteile. Ihr könnt die Platten nach der Verlegung immer wieder aufnehmen und anders positionieren, wenn euch die Größe der Terrasse nicht mehr gefällt oder ihr die Form verändern möchtet. Ihr könnt nachträglich unter den Platten noch Rohre und Leitungen verlegen. Falls mal eine Platte mitten in der Fläche beschädigt sein sollte, was so gut wie nie passiert, weil diese Platten wirklich extrem robust sind, dann könnt ihr diese aber sehr leicht austauschen. Ihr nehmt einfach die kaputte Platte raus, packt eine neue rein, fertig, kein Aufwand. Zwischen der Keramikplatte und dem Untergrund entstehen bei der losen Verlegung keine Spannungen. Das heißt, es kommt weder zu Scherkräften noch zu Rissbildung in der Oberfläche. Dadurch ist die Platte immer 100% frostsicher. All diese Vorteile habt ihr nur bei der ungebundenen Verlegung, nicht bei der gebundenen Verlegung. Der einzige Nachteil bei der ungebundenen Verlegung: die Fugen bleiben entweder bei den Stelzlagern immer offen oder werden im Kies- oder Splittbett einfach mit Kies oder Splitt zugefegt. Dies ermöglicht teilweise, dass Unkraut durchwächst oder sich Samen dort sammeln. Aber im Vergleich zu den Vorteilen, die diese Verlegung mit sich bringt, ist dieser kleine Nachteil eigentlich kein Problem. Wir haben immer wieder Kundenanfragen bezüglich der Stabilität der Terrassenplatten. Viele Kunden kriegen von ihren verarbeitenden Handwerksbetrieben vor Ort leider falsche Informationen. Kunden rufen an und fragen uns: Unser Garten- und Landschaftsbauer hat gesagt, wir müssen 3 cm Platten nehmen, eine 2 cm Platte wäre nicht ausreichend stabil. Das ist erstmal nicht richtig. 2 cm keramische Terrassenplatten könnt ihr überall dort verwenden, wo ihr nicht mit dem Fahrzeug drauf fahrt. Also problemlos für Wege, Terrassen, Balkone. Um euch die Stabilität zu demonstrieren, haben wir hier ein kleines Video gemacht mit einer anderen keramischen Terrassenplatte. Wir haben diese auf Stelzlagern verlegt und sind dann mit dem Auto drauf gefahren. Und ihr seht, dass die Terrassenplatte problemlos die Last eines Autos aushält. Das heißt nicht, dass wir diese Terrassenplatten in 2 cm fürs Autobefahren empfehlen. Dafür sind sie explizit nicht geeignet. Dafür müsst ihr 3 cm Platten nehmen. Dieses Video soll euch nur zeigen, wie stabil diese Platten wirklich sind und dass selbst diese 2 cm Platten mehr als ausreichend Last aushalten, um diese für jede Terrasse einzusetzen. Für alle, die entweder komplett neu bauen oder renovieren, ist der Punkt Nachhaltigkeit und Langlebigkeit besonders wichtig. Und da seid ihr mit dem Produkt keramische Terrassenplatten besonders gut beraten. Denn dieses Produkt hält über Jahrzehnte. Es sieht noch nach vielen Jahren so wunderschön aus wie am ersten Tag der Verlegung. Und es ist vor allem ressourcenschonend. Die Materialstärke dieser Platten beträgt nur 2 cm. Diese 2 cm sind aber stabiler als vergleichbare Produkte aus Beton. Um diese Stabilität zu erreichen, müssen diese Betonprodukte 4, 5 oder 6 cm dick sein. Das heißt, man hat einen bis zu dreifach höheren Ressourcenbedarf an Grundstoffen wie Beton, Sand, Kies
im Vergleich zu den keramischen Produkten. Das belastet die Umwelt. Mit diesem Produkt schont ihr die Umwelt und natürlich auch euren Geldbeutel. Besonders interessant sind keramische Terrassenplatten in puncto Reinigung und Pflege. Alle Feinsteinzeug-Terrassenplatten haben eine geschlossene, nicht porige Oberfläche durch die Glasur, die sie auf der Oberfläche besitzen. Dadurch können Flüssigkeiten wie Cola, Rotwein, Öle und Fette nicht ins Material eindringen und ganz einfach wieder abgewischt werden. Ich demonstriere euch das jetzt einmal. Eine der schwierigsten Flecke, wie man weiß, ist Rotwein. Ich kippe mal ein wenig Rotwein über die Platte. Und auch ganz besonders schwer zu entfernen, Öl. Wir nehmen ein handelsübliches Olivenöl, was auch oft beim Grillen verwendet wird. Gießen das über die Platte. Wir haben jetzt einen schönen großen Rotweinfleck und einen Ölfleck. Den Ölfleck wird man auf dem Video wahrscheinlich nicht ganz so gut sehen. Um eine Langzeiteinwirkung zu demonstrieren, brennen wir diese Flecken jetzt auch nochmal mit dem Bunsenbrenner richtig stark ins Material ein. Den Rotwein haben wir jetzt so lange ins Material eingebrannt, bis sich die Flüssigkeit wirklich verflüchtigt hat und eine kleine rote Kruste entstanden ist. Beim Öl, das haben wir nur erhitzt, damit sich die Viskosität erhöht und in das Material besser eindringen könnte, falls Poren bestehen würden. Aber wie ihr gleich sehen werdet, lässt es sich einwandfrei nur mit einem feuchten Lappen entfernen. Dazu kommt man ein bisschen dichter an die Platten ran. Ich verwende jetzt zum Abwischen einen ganz normalen haushaltsüblichen Lappen mit ein bisschen Spülmittel. Wisch zuerst mal über den eingetrockneten Rotwein, der nicht eingebrannt wurde. Der lässt sich mit Eimerwischen mühelos entfernen. Jetzt haben wir hier diese eingebrannten Reste, die ein bisschen fester sind. Die Platte ist noch ein bisschen warm. Auch da problemlose Entfernung des kompletten Flecks, ohne dass irgendwelche Rückstände oder Ränder im Material bleiben. Jetzt die Ölreste. Auch hier kann man ganz einfach drüber wischen. Auch in dem Bereich, wo wir das Öl eingebrannt und erhitzt haben, problemlose Entfernung möglich. Wir sehen komplett rückstandslose Entfernung von Ölfleck und Rotweinfleck. Diese problemlose Reinigung trifft natürlich auch für alle anderen Flüssigkeiten zu, wie Cola, Tee, Ketchup, runtergefallene Bratwürste vom Grill, die Fettflecke verursachen können. Feuchter Lappen, rüberwischen, fertig. Und die Platte sieht aus wie neu. Das, was wir hier bei der Natural Rocks Gold mit der Reinigung und Pflege gerade demonstriert haben, trifft natürlich für alle keramischen Terrassenplatten in unserem Sortiment zu, beziehungsweise selbstverständlich auch für die anderen Farben aus dieser Serie. Deshalb haben wir das momentan erstmal nur an der Gold demonstriert. Für die Farben Basalt, Titan, Silver gilt natürlich die gleiche einfache Reinigung.